Neue Porunga-Mission! Was wohl die heutige Mission sind? Sensei! Sensei Ozoro! Was sind die Missionen? Was sind die Porunga-Missionen? Die heutige Porunga-Mission! Was ist sie? Ich kann kein Englisch! Oh nee, nicht schon wieder Porunga. Ich muss schon wieder alles posten, ey. Auf Gott. Leute, schaut in die Beschreibung. Da poste das alles in meinen Social Media Kanälen. Twitter, Discord, Instagram. Alles for free. Jeden Tag Porunga-Mission. Oh, okay, Sensei. Alles klar. Ich bin back. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und die legendären Porunga-Missionen sind nun zurück. Dementsprechend werden wir uns heute alle Informationen dazu ansehen. Im Prinzip sind von der Grundstruktur die Missionen selbst gleich geblieben. Ein bisschen anders werden sie natürlich sein, aber die Wünsche haben sich geändert. Deswegen werden wir das Ganze besprechen. Bevor wir dann anfangen, kurze Information. Am Donnerstag, 24. August, ist eine Serverwartung. Diese geht von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens unserer Zeit. Danach sollten die Summon-Animationen kommen. Nämlich das Ganze wird geupdatet, die App-Update auf 3.13.0. Und mit 3.13.0 kam auch in JP eigentlich das Friend-System-Update. Heißt, damit könnten wir vielleicht auch rechnen, aber was hier ganz klar drin steht, ist, die neuen Summon-Animationen werden kommen. Wie gesagt, Donnerstag geht das Ganze. Beziehungsweise habe ich hier gerade gesehen, dass die Banner offline werden, eine Stunde drauf. Heißt, die Banner kommen ab 11 Uhr wieder online, laut dem, was hier drin steht. Anyway, Freunde, alles klar, dann kommen wir zu den Porunga-Missionen. Wie gesagt, es gibt nun wieder Porunga-Missionen. Fangen heute an. Wir haben ja quasi unseren Countdown zur Celebration. Die Celebration selbst fängt dann eigentlich nach dem ersten Set der Porunga-Mission an, nach dem Countdown logischerweise. Und diese endet dann am 28. August, 7 Uhr morgens unserer Zeit. Und bis dahin kommt jetzt jeden Tag quasi der erste Set der Porunga-Mission. Denn wir bekommen eigentlich 3 Sets. Was ist ein Set? 7 Tage, 3 Wünsche. Ja. 7 Dragon Balls können wir einsammeln in diesem Set 1 in dieser einen Woche, und dann haben wir quasi 3 Wünsche zur Verfügung jede Woche, und das über 3 Wochen wurde bis dato geleakt. Nun gut, die heutige Porunga-Mission. Freunde, natürlich bekommt alle Porunga-Missionen von mir auf meinen Social Media Kanälen, deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall ganz, ganz stark. Schaut in die Videobeschreibung, da sind alle Links zu meinen Social Media Kanälen, da poste ich täglich, was ihr machen müsst, damit ihr den momentan Dragon Ball bekommt, den aktuellen Dragon Ball des heutigen, aktuellen Tages. Aber wenn ihr den von einem Tag nicht bekommt, keine Sorge, ihr könnt es in den nächsten Tagen auch einfarmen. Die heutige Quest beispielsweise habe ich heute auf Twitter gepostet, sieht folgendermaßen aus. Könnt euch gerne abchecken, ihr müsst nur eine Training Location nutzen. Fertig, dann bekommt ihr den heutigen Dragon Ball und gut ist. Aber wenn wir uns jetzt quasi mal das Ganze hier anschauen, die Hints sind natürlich hier auch jeden Tag, wenn es im Spiel aktualisiert. Aber ich poste natürlich für euch dann quasi genau, was ihr machen müsst. Heißt, ihr bekommt die genauen Informationen, müsst es einfach nur machen und gut ist, dann bekommt ihr den Dragon Ball. Wie gesagt, Porunga läuft, wie wir es immer kennen. Jeden Tag könnt ihr einen Dragon Ball einsammeln. Sobald ihr 7 habt, könnt ihr euch etwas wünschen. 3 Wünsche gibt es wieder, aber unsere Wunschliste sieht anders aus. Nämlich, was ist das? Wir können uns unter anderem, was neu hinzukam, 5 Tickets wünschen. Das sind die 250 Millionen Download-Tickets, also zum Banner selbst. Also gehe ich erstmal stark davon aus, dass das Banner selbst auch nach dem ersten Set-Launch zu Beginn der Celebration am 28. Ich sage es jetzt euch jetzt schon mal, Freunde, die Ticketverteilung erfolgt nicht direkt für jeden, direkt sobald das Banner online kommt. Nämlich, das kann dauern, vielleicht sogar einen Tag. Bei mir letztes Jahr musste ich 12 Stunden nach Start der Celebration auf meine Tickets warten. Also da, deswegen sage ich euch jetzt schon mal, damit euch jetzt schon mal nicht wundert. Aber da kommen bestimmt schon Fragen dann an den Tag raus, wenn das online kommt. Ich werde euch natürlich dann informieren lassen. Wie gesagt, wirklich, schaut die Social Media Kanäle ab, denn dort poste ich zu so allgemeinen Fragen eine Antwort für jeden und dann bekommt ihr die Antwort und gut ist. Aber gut, wie gesagt, unsere Wunschliste hat sich ein bisschen geändert. Wir können uns jetzt unter anderem wünschen 5 Tickets. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Im Endeffekt sind das dann 15 Tickets aus 3 Wish-Sets. Also wir können ja 21 Dragon Balls uns einsammeln, 9 Wünsche uns erfüllen lassen. Und wenn ihr das dreimal dann euch wünscht, nicht dreimal pro ein Wish-Set, ihr könnt quasi nur nach jeder Woche immer nur ein von den Wünschen euch wünschen, aber dann insgesamt quasi, nachdem wir alles durch haben, nach den 3 Wish-Sets, können wir dann quasi natürlich Logo uns 9 Wünsche wünschen. Und das meine ich damit dann eben, dass ihr dann insgesamt auf 15 Tickets bekommt, weil ich empfehle jetzt schon jeden, wünscht euch in jedem, nach jeder Woche, wenn ihr die Dragon Balls einsammelt, zu jedem Wish-Set auf jeden Fall diese 5 Tickets. Dann bekommt ihr 15 Tickets und 15 Charaktere. Da kann auf jeden Fall was Gutes droppen. Was in dem Banner sein wird, wissen wir noch nicht. Ich gehe stark davon aus, dass alle Dokkan exklusiven Charaktere in dem Banner sein werden, wie das immer war. Außer den aktuellsten. Also ich glaube, auf Global wird Ele, Vegito, Allegorita und Thales sollte eigentlich nicht drin sein. Ansonsten hoffe und denke ich alle anderen. Gut. Also, dann haben wir natürlich wieder hier unsere Grand Kais pro Typus je 3 Stück. Wir haben Orbs, wir haben 777 Incredible Gems, sehr viele Medaillen und wir haben hier an der Stelle
noch Herkules-Statuen für Zenny. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wünsche euch die ersten drei Wünsche immer. Tickets, Grand Kais und Orbs. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Orbs bekommen, aber vertraut mir, Orbs kann man nicht genug bekommen. Je mehr wir free bekommen, so statt aus den Stages, umso besser. Weil, wenn ihr Charaktere auf 100% bringen wollt oder sie auf 100% bringen könnt, dann ist das wirklich schade, wenn ihr nicht die Orbs habt für diesen Charakter. Und wenn ihr sie parat habt, easy, auf 100% klatschen, gut ist. Und Grand Kais immer mitnehmen für die Essay, sehr, sehr wichtig. Ansonsten kommt man sehr selten an Grand Kais oder Elder Kais, so ingame-mäßig. Ohne Tickets natürlich, mitnehmen sie 50 Charaktere, da kann was Gutes droppen. Ja, um ehrlich zu sein, würde ich euch wirklich diese drei an Herzen legen. Ich würde euch wirklich empfehlen, diese drei Wünsche euch immer auszuwählen. Ihr könnt natürlich im Endeffekt euch wünschen, was ihr wollt. Falls ihr Medaille braucht, falls ihr Incredible Gems braucht, falls ihr Zenny-Statuen braucht. Zenny-Statuen könnt ihr euch so immer daily erfahren aus dem Herkules-Stage oder, wenn ihr das schafft, ab 31 eines Extreme Sea Battles droppen dann immer Zenny-Statuen. Medaillen und Training-Location könnt ihr euch eigentlich auch daily erfahren. So, Medaillen, Zenny sind Sachen, die man sich daily erfahren kann. Incredible Gems zwar auch, aber die sind dann, die droppen sehr, sehr selten. Also, die zu erfahren ist ein bisschen aufwendig, da sind schon diese 77 schon willkommen, aber falls ihr euch aus dem Jubiläum euch ein paar da gewünscht habt, dann seid ihr damit eigentlich gedeckt für die nächste Zeit, würde ich sagen. Deswegen mein Favorit, auf jeden Fall die drei Wünsche, lasst mich wissen, was ihr euch wünscht. Falls ihr euch jetzt schon fragt, ey, warte mal, was sind denn die nächsten Missionen? Nun, wir haben die Wünsche für die erste Woche auf jeden Fall schon, das hat iSeriously uns geleakt, ich habe sie für euch übersetzt, das sieht folgendermaßen aus, also für die erste Woche haben wir schon mal für Set 1, geht vom 22. August bis zum 28. August, heute müsst ihr eine Training Location nutzen, ich habe sie grob übersetzt, könnt ein bisschen ändern die Mission, wie gesagt, am folgenden Tag dann drauf, also am 23. müsst ihr ein Objekt aus dem Barbershop kaufen, irgendein Item, irgendein Objekt, entweder gegen Barberwährung, schätze ich mal ganz stark an, gegen Barberpoints, 24.8. müsst ihr quasi fünfmal diesen Switch-Button hier nutzen, fünfmal hin und her wechseln, zwischen Quests auf Events schalten. Am 15.8. müsst ihr einen Friend Summon machen, am 16.8. müsst ihr das Item, Support-Item, Sensu-Bohne benutzen. Am 17.8. müsst ihr ein Charakter-Awakening mit der Medaille des Oberältesten, wenn ihr mal hingeht auf Items und die Medaille euch ansieht, Awakening meldet, dann sollte das dieses hier sein. Hier unser Boy Oberälteste, ganz easy. Und dann am 18.8. müsst ihr eine Stage schaffen mit dem Charakter, mit einem Charakter, der Piccolo heißt, dessen Name Piccolo ist. Und da sollten wir auch an dem Tag quasi unseren Login-Bonus Piccolo bekommen, weil 18.8. sollte die Celebration losgehen. Ansonsten wär's, meine Freunde, zu den ganzen Informationen, zu den neuen Porunga-Wünschen, zu den Missionen von erster Woche haben wir es schon bekannt. Ich werde euch aber, wie gesagt, täglich mit Informationen dazu informieren. Ich werde euch täglich sagen, was ihr machen müsst, damit ihr den täglichen Dragon Ball euch erfarmen könnt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein ganzes Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.